So, guten Morgen, mein Name ist Thomas Poltnick. Wir herzlich willkommen zum Webinar der IB Solution, heute mit dem Thema SAP Agile Data Preparation oder ADP und der Einsatz dieses Tools. Mein Name ist Thomas Poltnick, ich bin Senior Consultant bei der IB Solution hier im Bereich Stammdaten. Komme ursprünglich eher aus der Migration-Ecke und habe mich auch in den letzten Projekten relativ viel mit den Vorläufern von ADP beschäftigt. Ein kurzer Hinweis von unserer Seite: Während des Webinars sind Sie stumm geschalten. Ich bitte Sie, Fragen in den Chat zu schreiben und meine Kollegin wird die Fragen dann am Ende in der Fragerunde vorstellen und ich kann dann näher darauf eingehen. Gut, starten wir gleich durch. Der wesentliche Ablauf heute wird sein, ich werde Ihnen einen Überblick geben über ADP, die Systemlandschaft, in der ADP lebt. Dann werden wir weitergehen zu wesentlichen Funktionen, zu den essentiellen, grundlegenden Funktionen, die ADP bietet. Und danach werde ich auf einige Use Cases eingehen, die möglicherweise bei Ihnen in Ihrem Unternehmen wichtig sind und wegen denen Sie möglicherweise auch hier sind. Und wenn uns die Zeit am Ende reicht, werden wir noch eine Live-Demo machen und wir schauen uns ADP live an und können eventuell noch das eine oder andere Feature entdecken. Gut, zum Überblick, was ist ADP? ADP sitzt in einer Landschaft. Offensichtlich kann ich ADP aus verschiedenen Datenquellen füttern, beziehungsweise habe die Möglichkeit, sehr viele Dinge an ADP anzubinden und Daten nach ADP zu laden. Wenn ich meine Daten in ADP und habe, dann habe ich dort viele Funktionen, die besonders interessant sind aus drei Blickwinkeln. Das eine ist quasi die Sicht des Analysten, also welche Daten habe ich, vielleicht habe ich neue Daten, welche Daten habe ich, wie sehen diese Daten aus, was sind die Eigenheiten dieser Daten, kann habe relativ schöne Analyse Funktionalitäten. Ich kann mir aus den Quelldaten, die mir zur Verfügung stehen, eigene Daten, eigene Datenmodelle aufbauen, eigene Sichten generieren und aus der Sicht einer sinnvollen Master Data Governance ist ADP ein Tool, über das ich die Qualität meiner Daten betrachten kann, über das ich meine Daten säubern kann, auch anreichern kann und auch ganz wichtig Duplicate Matching betreiben kann. Grundsätzlich bringt ADP auch noch einige Migrationsfähigkeiten mit, kann also ETL-Flows Ich kann in ADP ETL-Flows erstellen und die entsprechend speichern und auch in einen regulären Betrieb bringen, was sehr viel interessanter ist, wahrscheinlich dann für die IT. Ich kann aus ADP heraus, wenn ich dort meine Arbeit verrichtet habe, kann ich daraus entweder KPIs generieren, Scorecards generieren, Reporte generieren, die ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Oder auch dem Management. Ich kann Daten, die ich beispielsweise eben bereinigt habe oder angereichert habe, auch wieder zurückspielen in mein ERP-System, in diesem Fall nach SAP HANA. Ich kann meine Daten auch exportieren und beispielsweise über Excel weiterverarbeiten. ADP lebt dabei in folgender Landschaft. Ein kurzer Blick in die Geschichte, die Tools, die SAP bisher angeboten hat. Für diese Themen waren Data Services und der Information Steward. Data Services ganz klassisch als Tool für ETL, also Extract, Transform, Load, für die Aufnahme von Daten aus Datenquellen, Transformation, Anreicherung, Löschen, Umformatieren von Daten und der Load in ein SAP-ERP-System. Darauf aufsetzend gab es dann den Information Steward, der sehr viel interessanter ist für Data Governance, in dem Sinne, dass ich Regeln applizieren konnte, dass ich KPIs aufbauen konnte, mir die Datenqualität anzeigen konnte,
auch fortlaufend die Datenqualität monitoren konnte und auch Funktionen zur Verfügung hatte, wie zum Beispiel Duplicate Matching, wo ich dem Business die Daten zur Verfügung und zur Überprüfung stellen kann, um dem Business die Aufgabe zu geben, diese Daten zu bereinigen. Diese alten Tools sind ja plattformunabhängig, funktionieren weiterhin, falls die mal in dem Einsatz sind, werden auch weiterhin angebunden sein, aber mit den Möglichkeiten der SAP HANA-Plattform gab es bei der SAP den Stein des Anstoßes, sich in der Toollandschaft neu zu orientieren, sich zu überlegen, wie sehen die neuen Oberflächen aus und wie können wir Themen besser machen, was sicherlich einer der Schwierigkeiten auch der alten Tools ist, dass sie teilweise sehr kompliziert sind und sehr mächtig, aber auch sehr kompliziert und dann auch in der Weitergabe von Wissen einigermaßen kompliziert. So, wir sehen in der HANA-Landschaft rechter Hand neben anderen Tools, die mehr sich ums Datenhandling kümmern, besetzt ADP relativ umfänglich den Platz des Information Stewards mit Teilen aus Data Services. Was bedeutet, ich habe nach wie vor alle Funktionalitäten, Daten zu laden und anzusehen, Reporting darauf zu machen und dem Business zur Verfügung zu stehen, bringt aber auch noch einige Funktionalitäten aus Data Services mit, was Migration und Datenladen angeht. Und einer der neueren Features daran ist sicherlich das Rapid Prototyping mit Daten, also Datenquellen sehr schnell, sehr leicht betrachten zu können und daraus neue Einsichten generieren zu können. So, gehen wir zu den Essentials. Wesentliche Essentials in einem typischen ADP-Projekt sind natürlich, ich muss die Daten einlesen, ich will die Daten ein Stück weit transformieren und zusammenfügen und will daraus Ergebnisse generieren und das Ganze laden. ADP sitzt da auf der HANA-Plattform aufsitzend, ist erreichbar über den Webbrowser ganz regulär und wenn Sie sich einloggen, werden Sie verschiedene Kacheln sehen. Nahezu alle sind hier. Ich kann offensichtlich neue Projekte erstellen, kann die Projekte, die ich erstellt habe, an denen ich gearbeitet habe, auch wieder aufrufen. Dann wäre die Frage auch öfter kam, es gibt natürlich ein vollumfängliches Security Management mit Rollen. Ich kann meinen Mitarbeitern Rollen und Rechte zuweisen, wie es benötigt wird. Und dann steigt man eigentlich schon in die Themen ein, sehr tief ein. Von dieser Sicht aus kann ich drei wesentliche Elemente ansteuern. Das eine ist das Schedule Management. Wenn ich beispielsweise ein Reporting aufgebaut habe, das Bewegungsdaten beinhaltet, kann ich sagen, ich möchte in regelmäßigen Abständen zu einem gegebenen Zeitpunkt dieses Reporting immer wieder laufen lassen, um einfach immer den aktuellsten Stand der Bewegungsdaten zu bekommen und damit auch einfach auch den aktuellsten Stand meiner Kennzahlen beispielsweise zu sehen. Dann die zweite Funktion, auf die wir später noch genauer eingehen, das sind die Data Domains. ADP ist angebunden an eine Vielzahl von Datenquellen und allein eine Anbindung nur an ein SAP-ERP-System dürfte bereits mehr als genügend Daten zur Verfügung stellen. Um in diesem Wust an Daten den Überblick nicht zu verlieren, kann ich mir eine eigene Data Domain anlegen. Heißt, ich kann mir aus verschiedenen Quellen einzelne Felder herauspicken, die in einer neuen übersichtlichen Tabelle zusammenstellen. Und dann auf dieser Tabelle meine Auswertungen machen oder meine Kennzahlen generieren. Das dritte wäre das Rule Collection Management. Das funktioniert so, dass ich während in meiner täglichen Arbeit ja oft meine Daten ja auf eine besondere Art und Weise betrachten will. Ich will sie filtern, nur bestimmte Daten betrachten. Ein Beispiel aus der Versicherungswelt. Ich möchte beispielsweise alle Führerscheinbesitzer haben, die zwischen 18 und 25 sind, für eine Marketingkampagne beispielsweise, dann kann ich mir Filter darauf anlegen und diese Filter sind in ADP etwas persistenter in der Form von Regeln. Alle Regeln, die ich so im Laufe der Zeit mir erarbeite, die ja durchaus auch relativ komplex sein können, kann ich in meinem eigenen Rulebook abspeichern und über
und verfügbar machen, auch für Kollegen verfügbar machen über das Rule Collection Management. Wenn ich ein Projekt starte, brauche ich als erstes natürlich meine Daten. In einem ersten Schritt, Sie sehen es in der Mitte, generiere ich mein Projekt, vergebe einen Namen, funktioniert alles relativ performant und danach kann ich Daten aus verschiedenen Quellen ins System reinbringen. Das Wichtigste sind mit Sicherheit die Anbindungen an eine HANA-Datenbank oder an eine beliebige SAP-Datenbank. ADP stellt hier die übliche Bandbreite an Database-Connectors zur Verfügung, die ich hier über diese Kachel-Data-Source eingeben kann. Das wäre beispielsweise auch typischerweise eine Anwendung, dass die IT die Verbindung zur Datenbank bereitstellt, Ziel-Login und Passwort zur Verfügung stellt und der User dort dann Zugriff auf diese Daten erhält. Die Dinge, die ADP so interessant machen für Rapid Prototyping und für eben auch schnelle Analysen und leicht verfügbare Analysen, ist, dass ich über ADP auch File-Uploads tätigen kann im Excel-Format oder CSV. Und ja, das Zuckerl der neuen Welt ist, dass ich auch direkt aus dem Clipboard über Copy-Paste Daten komplett reinziehen kann. Wenn meine Daten dann so geladen sind, wie ich die möchte, dann ist die wichtigste View, die ich habe, oder die wichtigste Sicht auf die Daten, sieht hier aus wie folgt. In der obersten Zeile, in diesem Fall, steht SAP Agile Data Preparation, ADP Demo Customers, was ein Beispielprojekt ist, das hier angelegt ist. Darunter gibt es eine Taskbar, in der verschiedene Funktionen sind. Vor allem sehe ich da die einzelnen Tabellen, die ich in mein Projekt geladen habe. In diesem Fall die Tabelle Sales Data Raw. Darunter habe ich einen direkten Blick auf die Daten, kann in diesem Fall 5 Spalten, aber natürlich lassen sich sehr viel mehr anzeigen. Es lässt sich scrollen. Das ganze Look and Feel verhält sich ein ganzes Stück weit wie Excel. Ich kann einzelne Spalten markieren, Zeilen markieren, Zeilen löschen, Werte editieren und Spalten rearrangieren, so wie es mir passt, um da einfach die maximale Sichtbarkeit da zu haben. Rechter Hand sind die einzelnen Optionen, die ich anwählen kann aus einer Standardsicht aus. Rechts unten, Sie sehen, gibt es ein Actions-Menü, ein History-Menü und Column. Column bedeutet in diesem Fall, wenn ich eine Spalte selektiere, dass ich Eigenschaften dieser Spalte ansehen kann. Die zwei wichtigen Dinge an dieser Stelle sind das Action-Menü und die History. Das Action-Menü stellt mir eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, die ich jetzt auf meine Daten werfen kann. Das geht los von relativ simplen Funktionalitäten wie der Anzeige oder eben auch dem Verstecken von einzelnen Spalten. Ich habe natürlich die Möglichkeit, ja, kalkulierte Spalten zu haben, also beliebige neue Spalten zu generieren und darin Werte zu berechnen auf Basis der anderen Spalten. Klassische Beispiele sind das Trennen von Spalten, das Auftrennen von Spalten nach Datum und Zeitstempel beispielsweise. Oder auch die Kalkulierung von Werten in dem Sinne, dass ich sage, ist dieses Produkt vor 2005 verfügbar gewesen oder nicht? Und darauf kann ich dann einen Marker oder Boolean-Variable abbilden. Dann kann ich neue Spalten hinzufügen. Habe mehrere Funktionen, über die wir dann jetzt im Verlauf des Webinars noch drüber gehen und am Ende ja, dann noch mehr möglicherweise auch live sehen können. Wichtige Funktionen, dann zum Dateninput. Ich habe neben der Möglichkeit, verschiedene Daten oder mehrere Datenquellen reinzuladen, auch die Möglichkeit, natürlich Datentabellen zu kombinieren. Die üblichen Funktionen stehen da zur Verfügung. Also ich habe Inner Join, Outer Join, eine relativ schöne Hilfe und auch eine sehr schöne Sicht hier, indem mir das System direkt sagt, wie hoch der Match beispielsweise ist in Prozent, ob ich in einem Inner Join in diesem Fall sehe ich, dass also die eine Datenquelle, dass die Schnittmenge der beiden Datenquellen nur 13% beträgt, kann verschiedene Join Conditions hinzufügen, auch verschiedene Arbeitsblätter miteinander kombinieren in einer beliebig komplizierten Logik. Ich habe offensichtlich zur sinnvollen Ansicht von Daten
Und Sie kennen es alle von Excel, die Notwendigkeit, Daten zu filtern und auch zu sortieren. Diese Möglichkeit bietet ADP auch direkt, weil es so wichtig ist, auch an prominenter Stelle relativ oben, das Filtersymbol und das Sort-Symbol sind ja einigermaßen wohl bekannt. Beim Sorting kann ich entsprechend, wie es eigentlich ganz bekannt ist aus Excel, nach Spalten sortieren, entsprechend alphabetisch absteigend aufsteigend. Die sehr viel interessantere Funktion ist das Filtern, weil das Filtern an dieser Stelle relativ neben den trivialen Filtern über die Suchfunktion hier oben, wo ich schnell nach Werten filtern kann und simplen Möglichkeiten wie AND and OR dann auch die Möglichkeit eines komplexen Filters beinhaltet, wo ich ganz beliebig komplexe Filter aufbauen kann. Und ich habe einen Screenshot davon rechts unten reingebracht, indem ich beispielsweise eine logische UND-Verknüpfung einfügen kann für alle quasi in diesem Fall Kunden, die aus die eine ID zwischen 100 und 1000 haben und gleichzeitig aus Albanien sind oder entsprechend dazu alle Kunden, die aus Bosnien und Herzegowina sind. Eine weitere relativ wichtige Funktion ist die Möglichkeit, Daten zu aggregieren und auch zu pivotieren. Das klassische Beispiel dazu ist natürlich immer aus einer Liste von Vertrieblern und einer Liste von Verkäufen eine Sicht zu generieren, die relativ gut zeigt, wer wann welche Verkäufe getätigt hat. Während der Aggregation stehen auch alle Funktionen zur Verfügung, die man so kennt, also Count und Count Distinct. Dafür gibt es aber auch noch ganz schöne Ansichten. Eine möglicherweise wahnsinnig wichtige Funktion ist das Duplicate Matching und die Deduplication. Typischerweise kämpfen wir oft mit den Problemen, dass bei Datenmigrationen Duplikate erkannt und entfernt werden müssen, weil die Duplikate aus verschiedenen Datenquellen kommen, beispielsweise oder der gleiche Datensatz in verschiedenen Datenquellen steckt oder auch die Daten einfach über Jahre gepflegt worden sind und einfach Zeit ist, die sauber zu machen. Und das kann unter Umständen einen gewaltigen händischen Effort bedeuten. In diesem Fall kann ADP eine Funktion bereits an die Hand liefern, die das automatisiert oder zumindest ja, Vorschläge generiert. Und zwar ist die Funktion, die Funktion funktioniert so, dass ich verschiedene Policies eingeben kann. Ich kann sagen, was sind die Felder, die ich überprüfen möchte nach Duplikaten und wie sollen diese Felder zusammengefügt werden. Das kann ich alles in diesen Policies hinterlegen. In dem Fall sehen Sie drei Policies, das einmal quasi ein Record nach Person und Adresse, nach Person und Telefon und nach Person und E-Mail geprüft wird. Dann kann ich dieser Funktionalität noch eine generell an die Hand geben, wie strikt die Funktion vorgehen soll, was beispielsweise interessant ist, wenn die Schreibweisen mit Umlaut Ö und OE gleichermaßen vorkommen. Und ich kann in meinen Settings und in den Policies auch relativ gut noch einstellen, auch auf Basis der Daten, die enthalten sind, wie Matches aussehen sollen. Also in diesem Fall soll ein John Schmidt gleichbedeutend sein mit einem J. Schmidt oder wie scharf soll die Funktion vorgehen. Wenn ich dann quasi auf Go drücke, erhalte ich am Ende ein Ergebnis, ein Piechart, in dem ich sehen kann, welche Daten ADP als Duplicate erkannt hat und welche nicht. Ich kann diese Daten natürlich einzeln aufrufen, kann entsprechend meine Duplikate auch ansehen in ADP als eigene Tabelle weiterverarbeiten, exportieren oder auch damit sonst tun, was mir sinnvoll erscheint. Eine super wichtige Funktion ist die History, die in diesem Fall die History loggt jeden Schritt mit, den ich mache und mit allen Parametern. Das hat zwei wesentliche Vorteile. Der eine Vorteil ist, ich kann einzelne Schritte rückgängig machen.
Ich kann einzelne Schritte aus der History auch löschen. Ich kann die History auch ändern, also einzelne Punkte nach oben oder unten ziehen. Und das ist das Interessanteste, ich kann am Ende die ganze History exportieren. Und zwar in einem Flowgraph-Format. Und das Flowgraph-Format kann ich dann in eins der anderen SAP HANA-Tools laden, in dem Fall SDI oder SDQ. Und dort habe ich dann quasi, das ist ganz besonders interessant für die Kollegen aus der Migration, alles, was ich gemacht habe, um diese eine Tabelle aufzuarbeiten und aufzubereiten, habe ich als Flowgraph abgespeichert und dieser Flowgraph kann dann automatisiert in den anderen SAP-Tools immer wieder angewandt werden und damit kann ich einen klassischen ETL-Flow in eine Produktivumgebung verbringen. Typische Use Cases, die ich mit ADP gut abbilden kann, sind zum einen habe ich ein ausgesprochen gutes Reporting über die Data Quality. In diesem Fall sehen Sie das Ergebnis einer der automatisierten Cleansing-Funktionen. Die Cleansing-Funktion funktioniert ganz ähnlich wie das Deduplication. Ich kann gewisse Policies dieser Funktion an die Hand geben, gewisse Felder markieren, die ich geclensed haben möchte. Und ADP bringt da eine ganze Reihe ganz erstaunlicher Funktionalitäten mit, unter anderem zum Beispiel Namenswörterbücher sortiert nach Ländern. Das heißt, ein John Schmidt würde in einem Datensatz aus den USA, sprich mit dem Country Code US, nicht blockiert werden, in einem Datensatz aus Frankreich beispielsweise schon sehr viel eher blockiert werden. Das Ergebnis der Cleansing-Funktion ist, Sie sehen es in der Grafik, eine Anzeige, welche Felder leer sind, welche Felder als valid betrachtet werden nach den Regeln, die ich dieser Funktion an die Hand gebe und welche Felder als suspect betrachtet werden, mit dem Ergebnis, dass Sie in der Lage sind, genauer reinzusehen, sich die einzelnen anzeigen zu lassen, die einzelnen Blöcke anzeigen zu lassen und zu kontrollieren, ob das Fehler sind und ob Sie daraus beispielsweise weitere Regeln entwickeln wollen, um die Daten zu cleansen. Dann ist eine weitere Funktion natürlich die Notwendigkeit, seine Daten gut zu verstehen. Und ADP bringt dazu ein Tool mit, das sich Quality Analysis nennt. Das ist auch eine Funktion aus dem Actions-Menü. In diesem Fall, das ist ohnehin der beste Schritt, mit jeder Art von Datenquelle einzusteigen. Sie sehen relativ klein, aber dennoch quasi die Spalten, die in der Tabelle sich befinden. In der ersten Spalte dieses Screenshots, in der zweiten Spalte mit dem Content Type versucht SAP ADP bereits die Felder, ja, oder hat versucht, diese Felder zu erkennen, was das ist. Zum einen vom Datentyp her, zum anderen her, aber auch um die Felder der Tabelle, die ich habe, bereits in ein ADP, in ein SAP-Datenmodell zu pressen. Ich habe weiter eine ganze Reihe Kennzahlen pro Feld. Ich habe den Average-Wert, der natürlich auf einer Stadt oder einer Adresse keinen Sinn macht, aber auf Zahlenwerten. Ich habe einen Prozentsatz, wie viele Felder sind null, wie viele Felder sind blank, wie viele Felder sind überhaupt nicht vorhanden, sind zero. Ich kriege einen, Sie sehen so ganz klein, ja, einen kleinen, je nach Feld, einen Vermerk auch, ist dieses Feld unique oder ist dieses Feld von der Datenstruktur sehr einfach aufgebaut, beispielsweise binär. Ich bekomme eine Liste an Distinct Values, die ich auch einsehen kann. Das heißt, ich kann mir direkt anzeigen lassen, wie viele verschiedene Werte und auch welche Werte habe ich in dieser Spalte und kann daraus auch eine Aussage treffen, wie viel, also einen Prozentwert treffen, wie unterschiedlich dieses Feld in sich so ist. Und ich kann noch ein Pattern mir anzeigen lassen. Ich kann mir beispielsweise anzeigen lassen, wenn ich das Feld Postleitzahl betrachte, dann hat es in Deutschland 5 Stellen. Das Pattern sollte also sein 99999. Wenn ich ein anderes Pattern sehe, habe ich darauf auch schon einen guten Hinweis, dass diese Postleitzahl entweder falsch ist oder nicht aus Deutschland. Ich kann noch sehr viel mehr sichtbar machen hier. Es gibt noch eine Funktion für die Functional Dependency zwischen Spalten. Ich kann also beispielsweise eine gute Sichtbarkeit darüber bekommen. In diesem Fall, wenn wir die Daten unten anschauen, den Screenshot, wie eng zwei Spalten zusammenhängen. In diesem Fall
eine Korrelation zwischen dem Country Code Großbritannien und eben England, Scotland und Wales. Oder auch einfacher gesagt, welche Kombination der beiden Felder als solches unique sind. Aber das ist dann tatsächlich schon relativ weit fortgeschritten. Kurz zu den Rules. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, ich kann einzelne Rules aufbauen. Rules und Filters sind in dem Sinne gleichbedeutend. Ich kann meine Filter in Regeln überführen und die Regeln haben noch einen anderen interessanten Effekt. Ich kann in meinem Rulebook die einzelnen Rules auch ausführen. Kann also sagen, bitte selektiere mir, filter mir folgende Werte, führe folgende Überprüfung durch. Auch das kann auch relativ komplex sein, beispielsweise nicht nur mit einfachen If-Else-Abfragen, also quasi wenn-dann-Filtern, sondern auch mit Decision Tables. Und ich bekomme dann am Ende auch, wenn ich die Regeln laufen lasse, schon direkt Werte, wie viel Prozent der Daten, die ich mit dieser Regel betrachtet habe, sind erfolgreich durchgelaufen oder haben die Regel nicht passiert. Das ist beispielsweise sehr interessant für den Aufbau eines KPI-Reportings für Datenqualität, indem ich in dem Fall beispielsweise sagen kann, als einfache Regel gebe mir alle Felder aus oder prüfe das Feld Postleitzahl, ob das Feld Postleitzahl befüllt ist. Und dadurch kann ich beispielsweise direkt eine Aussage treffen, wie gut meine Datenqualität ist bezüglich des Feldes Postleitzahl. Und Sie sehen es auch rechter Hand, das ist eine der weiteren großen Stärken von ADP, während Sie bei Data Services bisher kaum um SQL-Kenntnisse herumkommen, ist ADP soweit aufgestellt, dass man auch ohne Programmierkenntnisse, nur mit bisschen logischem Denken, seine Regeln und Filter sauber aufbauen kann, seine Operationen aufbauen kann, indem ich mir das entweder zusammenklicke oder Sie sehen es rechts unten als in einer Art logischen Metasprache formuliere, die mir von ADP auch vorgegeben wird, indem ich sagen kann, folgende Variable, folgender Operator, folgender Wert. Hier ist ein kurzer Blick auf die Data Domains, die ich vorher schon angesprochen hatte. Ich habe in einer Data Domain, mache ich üblicherweise 4 Schritte. Ich erstelle mir die Data Domain offensichtlich. Ich selektiere die Daten, die ich gerne hätte. Das sehen Sie in den gelben Feldern links unten, dass ich mir eigene Felder erstelle und die auch benenne, wie ich die möchte, einen Datentyp angebe und dann auf der rechten Hälfte, das ist hier leider abgeschnitten, auch angeben kann, aus welcher Tabelle, aus welchem bestehenden Feld diese Daten kommen sollen. Ich kann dann in dieser Domain auch in dem vierten Rundenkreis dann verschiedene Rules erstellen in dieser Domain, die ich dort gerne hätte. Beispielsweise baue ich mir eben eine Datentabelle zusammen, erstelle dann die Regeln, um zum Beispiel abzuprüfen, sind die leer, passen die vom Pattern her, die Daten, und kann dann aus diesen verschiedenen Regeln, die ich mir erstellt habe, eine Scorecard aufbauen, auf der meine ganzen KPIs dann sind. Ich habe auch einen kurzen Blick dazu. Und zwar würde das ungefähr so aussehen, wie Sie rechts oben sehen, dass Sie einzelne KPIs haben mit einem Wert, der so quasi die Qualität dieses Feldes beziffert, in dem Fall die Percentage der Rule. Sie sehen an den kleinen Punkten rechts neben der grünen Zahl, dass ich darauf auch einen seitlichen Verlauf machen kann. Ich kann diese Scorecard in dem Schedule Manager einstellen für eine stündliche, wöchentliche, monatliche Auswertung, dass also einmal entsprechend dem gegebenen Zeitintervall diese Scorecard ausgeführt wird und ich darauf einen direkten Verlauf dieses einzelnen Indikators sehe, wie er sich über die Zeit entwickelt. Und eine der sehr interessanten Funktionen daran, speziell für Data Governance, wäre dann, dass ich diesen Indikator anklicken kann und ein sogenanntes Drill-Down-Menü habe. Sie sehen es in der mittleren Grafik. Ich kriege also, wenn ich draufklicke, einen relativ guten Überblick in Form von Histogrammen über einzelne Werte, wie sich die Daten unter diesem Indikator zusammensetzen und kann entsprechend reingehen. Beispielsweise könnte es sein, wenn ich
in meinem zeitlichen Verlauf eine dramatische Abnahme der Datenqualität der Postleitzahlen feststelle, könnte ich entsprechend draufklicken und mich durchklicken und zum Beispiel feststellen, dass bei einem wöchentlichen Update der Daten aus USA aus Versehen die Postleitzahlen nicht mitgeliefert worden sind und da einfach 5000 leere Felder reingekommen sind und ich darüber dann auch sofort Aussagen treffen kann und das auch sofort zurückspielen kann und sagen kann, hier Vorsicht, wir haben hier ein Problem. Eine der interessanten Funktionalitäten, die exemplarisch stehen soll für ja, die Fähigkeit von ADP auch schnell und ad hoc Business-Auswertungen zu machen und zu fahren, ist eben das Pivoting. Ich habe es ja nochmal etwas detailreicher dargestellt, möchte es ja an dieser Stelle auch vor allem deswegen erwähnen, weil es einfach tatsächlich eine der für mich interessantesten Funktionen für ADP einfach auch ist, dass jeder Business-User, der Daten hat und gelegentlich neue Daten kriegt, diese Daten einfach ad hoc in ADP laden kann, sich die analysieren kann, sich eine Auswertung daraus erstellen kann und diese Auswertung auch relativ leicht zur Verfügung stellen kann. Ein, zwei Sätze zum Outlook von ADP. ADP ist, Sie haben es auf der ersten Folie schon gesehen, ADP ist Teil der neuen Welt von SAP. Es ist ein relativ neues Tool. Es ist bereits ja, released. Einzelne Kunden beginnen mittlerweile damit, das zu evaluieren. Es wird aber, und es ist die interessante Sache, mit Sicherheit noch sehr an Fahrt gewinnen, einfach weil die Integration mit der HANA Datenbasis so extrem gut funktioniert. Wir sind zeitlich durch die halbe Stunde schon durch. Ich würde also dann die Fragerunde des Webinars damit beenden und die Fragerunde eröffnen. Und wie durch Zauberhand sollten Fragen jetzt erscheinen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Deswegen würde ich möglicherweise die verbleibenden 10 Minuten, die wir von der Zeit da noch haben, einfach tatsächlich für eine Live-Demo nutzen und ADP auch ganz live zeigen und damit noch ein paar Minuten verbringen. Ganz speziell könnte ich Ihnen dann auch noch zeigen, wie interessant gewisse Fähigkeiten des einzelnen Tabelleneditors sind. Für mich sieht ADP in diesem Fall wie folgt aus. Ich logge mich einfach ein. So, muss das Passwort nachschlagen. So. So, in diesem Fall, so, Sie sehen die Startoberfläche. Wir generieren uns ein neues Projekt. In diesem Fall, nennen wir es einfach Webinar-Testprojekt. Und ich komme sofort zur Sicht, an der ich entscheiden kann, welche Daten ich gerne hätte. Ich kann an dieser Stelle nochmal zeigen, wie die Data Sources aussehen. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, aus gegebenen Quellen zu wählen. Entsprechend Remote Data Sources zu verschiedenen anderen Datenbanken oder auch zu dem, was ich auf der HANA habe. In diesem Fall sehe ich da nur meine eigenen Dateien, die ich da drauf habe. Ansonsten ziehe ich einfach ein File drauf. Ich habe eine Drag-and-Drop-Funktionalität, indem ich ein CSV-File hier einfach draufziehe und fallen lasse und ADP sich dieses File ansieht. Ich kann schon hier selektieren, welche Spalten ich überhaupt aufnehmen möchte. ADP zeigt schon einen kurzen Blick auf die Daten an. Ich kann den Delimiter einstellen. Entscheiden, ist die erste Reihe ein Header oder nicht und kann verschiedene Einstellungen hier noch wählen.
bin mit diesen Einstellungen aber ganz zufrieden, sage okay und ADP lädt diese Tabelle in diese Standard View, die ich habe. So, wir zeigen einfach zwei Funktionalitäten. Der erste Punkt ist, ich hatte es vorher erwähnt, der erste Schritt, der immer klug ist, ist ein Assess Quality-Funktion. In diesem Fall kriege ich genau diese Übersicht, in der ich sagen kann, welche Felder sind geladen worden, welcher Content ist das wahrscheinlich. Auf Basis der Analyse von ADP kann das entsprechend auch ändern. Habe Minimum Values, Maximum Values, entsprechenden Patterns, erhalte hier den Wert, ob etwas eindeutig ist. Und wenn mir das soweit gefällt, dann oder auch nicht gefällt, dann könnte ich beispielsweise konkreter in die einzelnen Spalten reingehen und das ist eine der Funktionalitäten, die sehr, sehr Excel-like sind und damit das ganze Tool auch sehr flexibel machen. Ich kann in einer gegebenen Spalte ich bekomme sofort eine Anzeige mit einem Histogramm über die Verteilung. Ich selektiere mal die Spalte Gender, die an dieser Stelle einfach handzuhaben ist und ich sehe, es sind in diesem Fall 53% der Felder haben den Wert Female. Ich kann wenn ich die einzelnen Spalten nochmal genau betrachte, habe ich verschiedene Optionen, die Daten auch direkt zu editieren. Ich kann quasi Upper, Lower Case hier verändern. Ich habe verschiedene Trim-Funktionalitäten, kann die Daten entsprechend nach Werten, die in den Tabellen drin stehen, noch teilen, kann links, rechts entsprechend Werte abschneiden, habe eine Replace-Funktion. Das ist alles nicht, kann leere Werte füllen. Und eine der interessanteren Sachen ist die Möglichkeit, Werte zu harmonisieren, indem ich beispielsweise einen Wert hier editiere und diesen Wert verändere und habe jetzt also in meiner Liste aus 1000 Sätzen einen Wert, der falsch geschrieben ist. Und in dem Moment, wenn ich Harmonize Values mache, kann ich sagen, ich selektiere mögliche Werte, die hier vorhanden sind und ersetze sie im großen Stil durch einen einzigen Wert, beispielsweise so. Und dadurch bekomme ich wieder, oder dadurch kann ich meine Daten normalisieren, säubern, kann die Daten auch löschen und habe hier noch verschiedene andere Funktionalitäten. Die ich auf Einzelspalten anwenden kann, kann ich entsprechend schon kombinieren, auch nach relativ komplizierten Logiken auf Spalten entsprechend konvertieren, auch duplizieren oder auch die Spalte komplett löschen. So, ein kurzer Blick auf die Zeit. Ja, wir haben noch ein bisschen. Dann eine der So, was wir hier gemacht haben, das ist genau einer dieser Punkte, was wir hier gemacht haben, findet sich sofort in der History. Ich habe dieses Worksheet erstellt. Ich habe eine Zelle editiert und auch wieder die Werte zusammengefügt und genau das kann ich exportieren hier als Flow Graph. In diesem Fall macht es wenig Sinn, weil ich nicht sinnvoll anzeigen kann. Aber, und das ist einer der Sachen, die mich persönlich sehr begeistert haben, ist, dass diese Flow Graph Darstellung dann in den anderen SAP HANA Tools grafisch sauber aufbereitet ist. Ein bisschen wie Sie es aus Data Services kennen, sofern Sie es kennen, aber sehr viel mehr einzelne Schritte, sodass die Nachvollziehbarkeit des Flows, den Sie hier gebaut haben, sehr, sehr viel besser wird und entsprechend Sie das einmal hier erstellen und dann entsprechend auch sofort produktiv setzen können. So, dann brechen wir das ab. Eine Funktionalität zeige ich noch, auch für den Export, die ich denke, dass das auch relativ wichtig ist, wenn ich beispielsweise einen Filter anwenden möchte. Wir machen nur einen kurzen Filter nach
Die Suche ist case-sensitive. Ich bekomme zwei Einträge, auch an dieser Stelle, weil ich einen Duplicate-Antrag habe. Ich könnte diesen Filter, das, was ich hier selektiert habe, direkt exportieren in ein Worksheet. Entsprechend habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es als Plaintext exportieren, Excel oder auch in eine HANA-Tabelle schreiben, damit ich es von da aus weiter bearbeiten kann. Und das so funktioniert. Das ist die Filterfunktionalität. Und weil ich den Duplicate hier sehe, würde ich dann das Webinar beenden und kurz noch die Cleansing-Funktion an dieser Stelle, die Deduplication-Funktion einmal live darstellen. Ich habe hier beispielsweise vorgeschlagen, zwei Match-Policies, einmal auf Person und Adresse sowie auf Person und E-Mail. Ich kann hier mehr Policies dazufügen, kann verschiedene eigene Komponenten dazu bringen, sage Next, kann ich eine Survival Rule definieren, wenn ich also zwei oder mehr Einträge habe, welches soll der Eintrag sein, der überlebt. Ich kann hier verschiedene Quellen priorisieren, längsten, kürzesten wählen. In diesem Fall sage ich, es ist ein Businesspartner, ich möchte also vielleicht die möglichst vollständige Adresse haben, eine möglichst vollständige, also die längste Adresse, selektiere hier vier Felder, sage Next und dann läuft er durch die Daten und da dies Zufallsdaten sind, die ich generiert habe, weiß ich auch genau, wie viele Duplicates drin sind, nämlich 10 Duplicates auf 1000 Zeilen und das Ergebnis sollte sein, dass er genau die 10 Duplicates auch gefunden hat. Ich kann mir das noch anzeigen lassen als Pie-Chart, wie viel er da hat. Und ich kann mir auch die Daten konkret anzeigen lassen. Hier beispielsweise direkt über eine Sicht zwischen den jeweiligen Duplicates, also quasi Originaleintrag und das Duplicate. Von dieser Sicht aus könnte ich es beispielsweise runterladen oder auch noch Low Confidence Groups reinfügen. Gut, hat mich gefreut, dass wir noch eine Live-Demo kurz machen konnten. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Ihnen noch kurz Sie darauf aufmerksam machen auf unsere Homepage academy.ibsolution.de, wo Sie alle kommenden Webinare finden und aktuelle Blogartikel. Und die Webinaraufzeichnung findet sich im Bereich Videos. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.